So, dann wollen wir doch mal mit dem großen Finale beginnen. Mission 20. Ja, es geht zu Ende mit dem Dungeon Keeper Let's Play. Auf der einen Seite ist das leider schade, aber auf der anderen Seite ist es sicherlich auch, ist es ein gutes Gefühl, ein Projekt mal abzuschließen. Also, dann legen wir mal los. Das Herz des Landes. Der König selbst bittet um euren Besuch. Nach dem, was man so hört, ist er allerdings gar nicht erfreut. Es scheint ihn etwas erbost zu haben, wie ihr mit seinen Söhnen umgesprungen seid, und er soll euch grausamste Rache geschworen haben. Dies ist die letzte Schlacht. König Reginald ist ein gewaltiger Gegner, beschützt von den besten Kriegern von ganz Harmonia. Ihn zu besiegen ist eine ernstzunehmende Aufgabe. Ihr werdet euer ganzes Geschick brauchen, sowie die stärkste Armee des Bösen, die jemals versammelt worden ist. Entthront diesen einst mächtigen König und nehmt euch sein Reich. Lasst das Land oben erzittern, denn die Finsternis kommt und mit ihr alle Schrecken der Nacht. Besiegt König Reginald und seine Männer und erobert den letzten Portaljuwel. Euer gewaltigster Sieg erwartet euch, Keeper. Viel Glück! Also ja, unsere Aufgabe ist es, den König selber zu ermorden. Steht hier auch schön, Königsmord. Und nach dem ganzen langen Geschwafel des Erzählers legen wir doch einfach gleich mal los. Ich frage mich aber gerade nur, na okay, Nemesis hat es nicht mal gegen Reinhardt geschafft. Wie sollte Nemesis so stark sein wie der König? Eure Herrschaft des Bösen endet hier und jetzt. Eure Bösartigkeit hat euch weit gebracht, denn nun wartet die Tür zur Außenwelt auf euch. Aber der König selbst wird diesen Zugang verteidigen. Dringt in sein Schloss vor und vernichtet ihn. Nun gut, wir haben schon mal ein paar Räume, also leere Räume. Und Der König hat euer Reich betreten. ein paar wenige Imps, 5 Stück. Dann gehen wir mal auf 6 hoch und gucken, dass wir weitere Räume frei buddeln. Hier können wir auch frei buddeln. Es gibt eine hübsche kleine Kammer ab. Ja, ich weiß schon gar nicht, was ich sagen wollte. Aber jetzt erst einmal einen leer bauen. Also einen Schlafsaal. Jetzt fange ich schon wieder mit den englischen Worten an. Ja. Zum Schluss hin. Ja. Hier höhlen wir gleich ein bisschen mehr aus. Hier kommt dann die Hühnerfarm gleich an die Schlafkammer dran. Das ist doch, glaube ich, die beste Idee. Hier sind 2 kleine Räumchen links und rechts neben dem Portal. Was könnte man da hinbauen? Naja, erstmal nichts. Erstmal brauche ich eine Hühnerfarm. Aber ich krieg schon mal richtig gut Mana rein für noch mehr Imps. So, jetzt habe ich 8. Na, erhöhen wir gleich mal auf 9. Yep. Ihr braucht eine Schatzkammer, um euer Gold zu lagern. Ach, das ist eine gute Idee, eine zentrale Schatzkammer. So. Und ich denke mal, sowas wie ein Gefängnis sparen wir uns. Wir bauen lieber einen Friedhof, um ja Leichen zu Vampiren zu machen. So, ich hoffe mal, ich baue hier nicht gleich in die falsche Richtung. Aber nein, hier scheint nichts Bösartiges zu sein. Ich weiß nichts, was ich sehe. Ja, aber hier scheint was zu sein.
Hier ist auf jeden Fall ein Weg zu einer Goldader. Ach, aber jetzt haben wir genug, schon mal genug Platz für eine Hühnerfarm. So, die ist auch fast schon groß genug. Nun nehmen wir mal kurz den Boden ein, dann machen wir sie noch größer. Wir könnten noch einen kleinen Raum gebrauchen, in dem wir eine Werkstatt reinbauen, aber die baue ich nicht hier hin. Nee, das ist mir zu... Bauen wir hier eine kleine Werkstatt hin. So, das dürfte reichen von der Größe. Können wir ruhig sogar noch etwas kleiner machen. Trainingsraum. Bibliothek. Friedhof, Folterkammer. Na, Trainingsraum ist schon mal fertig. Ausgegraben. Eine neue Spezies ist in euren Dungeon gekommen. Sehr schön, Salamander haben wir schon mal. Hierhin eine Arena. Haben wir das Geld für die Arena schon? Ja, haben wir schon. So. Kleinere Goldvorräte. Große Goldvorräte. Also hier ist schon mal wieder ist noch mal ordentlich Gold zum Aushöhlen. Und mehr Imps. So. 12 sollten da erst einmal reichen. Da wollte ich eine Bibliothek reinbauen. So, das dürfte reichen. Neuen Zauber gibt's keinen. Eine neue Spezies ist in euren Dungeon gekommen. Genau, der Magier. Und dann brauche ich hier noch einen kleinen. So. Gut. Man ist in euren Dungeon eingedrungen. Eure Arena wird angegriffen. Na, das kann ich jetzt nicht gut heißen. Können wir einen von denen mal kurz. Was für eine neue Spezies? Den werfen wir auch gleich mal in den Kampf. So. Greifen die tatsächlich. Eure Arena wird angegriffen. Eure Geschöpfe kommen nicht zum Trainingsraum. Ihr braucht einen Kerker, um Gegner sicher zu verwahren. Ja, ja. Ein Kerker nicht, sondern einen kleinen Friedhof erst einmal. So. Da passt wenigstens eine Leiche drauf. Super. Hier noch ein bisschen Gold ausgraben. Eure Arena wird angegriffen. So. Jetzt die Arena wieder hochziehen und wenn in der Richtung ein Heldentor ist,
Machen wir hier eine Geheimtüre rein. Lassen gleich den Teufel arbeiten. Dass er mir das da zumacht. Da ist schon mal das erste Heldentor. Oh, meine Geschöpfe brauchen einen Tempel. Ihr erbeutet eine Mana-Gruft. Sehr schön, eine Mana-Gruft ist Ihr immer gut. Ihr habt einen gegnerischen Raum erobert. Ja, wo habe ich einen gegnerischen Raum erobert? Zauberer wurde unglücklich, weil er keinen Platz zum Schlafen hat. Ah, jetzt geht das schon wieder los. Aber dieser Heldeneingang müsste noch offen sein. Geht's hier am Fluss weiter? Ja, hier geht's zu einem noch mehr Gold. Auf der anderen Seite geht der Fluss auch noch weiter zu einem zweiten Portal. Also das ist ja aber sehr schick. Hier ist Platz für eine Schatzkammer. Eine kleine. Da sind schon mal die Imps beim Abbauen schneller. Eine neue Spezies ist in euren Dungeon gekommen. Ach, ein Troll. Ein Imp, der nichts zu tun hat. Ist gut, der kann mal kurz für mich aufklären gehen, weil Imps sind selbst im Wasser etwas schneller. Hier ist das Portal. Und sogar der Zauberspruch Imp erschaffen wurde verbessert. Sogar im Wasser kann ich im Dingsmodus kann ich selber ausgraben, wenn ich ein Imp bin. Da ist die Mana-Gruft. Das Heldenportal kann ich leider nicht besetzen, so wie es aussieht. Hier sind auch Goldvorräte, Goldvorräte. Uah, und da ist schon die gegnerische Festung. Oder ist sie hier? Arbeitet ein Portal. Ja. Man ist in euren Dungeon eingedrungen. Und wieder ist man in unseren Dungeon eingedrungen. Mal die Kamera drehen und den Kind wieder nach Hause befördern. Eure Bibliothek wird angegriffen. Eure Bibliothek ist noch nicht einsatzbereit. Ich stelle euch meine Dienste zur Verfügung. Missbraucht sie nicht. Ach. Ach, das war der Falsche. Ich wollte eigentlich den Ritter. Aber auch gut. Friedhof größer machen. Eine Geheimtür wurde in eurer Werkstatt gebaut. Also hier sind schon mal Kanonen. Jetzt will ich mal gucken, was sich hinter dieser Tür hier verbirgt. Ein Heldentor und ein ziemlich komplexer Weg. Und hier? Nochmal dasselbe. Oh, ich habe noch ein Portal erbeutet.